Herzlich willkommen auf dem Kanal von Hoffmann Germany. Wir machen heute schnelle Feierabendküche und zwar ein Risotto mit karamellisierten Speckkarotten. Klingt doch gut, oder? Die Zutaten sind easy. Für das Risotto brauchen wir 300 Gramm guten Risotto-Reis, 250 Milliliter Weißwein, 2 Zwiebeln, 2 kleine Knoblauchzehen, damit da ein bisschen Wumms hineinkommt. Wir setzen das Ganze an mit ein bisschen Olivenöl und aufgießen tun wir es nachher zum Schluss mit 1 Liter Gemüsebrühe. Und es darf natürlich kein Parmesan fehlen. Für die Karotten haben wir am Start 400 Gramm und dann haben wir hier 10 Scheiben Bacon, 4 Esslöffel Honig, Salz und Pfeffer. Beide Komponenten gehen relativ schnell, Risotto und Karotte. Ich habe mich für die Karotten entschieden, die hauen wir auf das Hoffmann Backblech, ab in den Ofen und dann kommt das Risotto ran. Dazu schneide ich mir die Karotten erstmal in Scheiben. Denkt bitte dran, das Auge isst mit, schöne gleichmäßige Scheiben. Die Karotten sind geschnitten, die geben wir jetzt hier einfach auf das Backblech. Ich habe schon ein Stückchen Butter dazu. Jetzt kommt der Honig da oben drauf. So. Das Ganze wird natürlich gleich nochmal im Ofen schön zusammenlaufen. Das ist wichtig. Salz und Pfeffer da oben drauf. Das ist der erste Step. Das sind jetzt praktisch nur die Karotten, aber da fehlt ja noch der Speck und den geben wir jetzt dazu. So, alles so ein bisschen verteilen, aber das machen wir gleich noch 2-3 Mal, wenn der Speck so ein bisschen geschmolzen ist. Das Ganze geht jetzt in den Backofen hinein, 12 bis 15 Minuten. Achtung, ab und zu mal hineingucken und wie gesagt, 2 bis 3 Mal umrühren. Auf geht's! Kochen wir Risotto. So, für unser Risotto geben wir schon mal die Butter in die Pfanne und lassen die hier schmelzen. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Und feine Würfel. So, Zwiebeln sind geschnitten, Knoblauch gleich hinterher. Einfach mal so in feine Scheiben schneiden. Und dann ein bisschen durchhacken. Wer zu Hause eine Knoblauchpresse hat, kann die natürlich auch benutzen. Und schaut mal, wie schön die Butter hier zusammengelaufen ist. Da geben wir jetzt unsere Zwiebeln und Knoblauch oben drauf und lassen das Ganze so ein bisschen anschwitzen. So, wir können die Zwiebeln hier und den Knoblauch schon mal ganz leicht mit Salz und Pfeffer würzen für unser Risotto. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Geschmack eure Gemüsebrühe mitbringt. Wenn die schon Salz hat und wenn sie sehr kräftig ist, an dieser Stelle halt weniger würzen, ist die Gemüsebrühe eher neutral, dann braucht die hier ein bisschen mehr Power. So, das sieht schon gut aus, das duftet auch und da geben wir jetzt schon mal unseren Reis drauf, unseren Risotto-Reis und der wird jetzt auch mit so ein bisschen angeschwitzt. Achtung, anschwitzen ja. Das heißt, ohne Farbe bitte nicht braten. Er soll nur so ein bisschen Hitze erfahren. Deswegen ist das der Moment, wo wir jetzt mit unserem Weißwein ablöschen. So, und wir kochen das Ganze jetzt einmal auf. Und wir warten praktisch darauf, dass der Weißwein komplett reduziert bzw. vom Reis aufgenommen worden ist. Dann geben wir später die Brühe dazu, aber wir können jetzt hier unsere 2 Gläser Thymian schon mal mit hineingeben und einfach mitkochen. Die Stiele vom Thymian, die sammeln wir nachher wieder heraus. So, die ersten 5 Minuten sind rum. Hier bekommt der Speck schon so leichte braune Füße und das ist jetzt, hier wird schon Karamell. Hier entsteht schon Karamell, prima, genau da, hier auch, hier wollen wir hin, das ist der Honig. Wir rühren jetzt, wie gesagt, so ein bisschen durch und nach Bedarf geben wir nachher noch ein bisschen Olivenöl dazu, aber ihr seht, das geht ruckizucki. Man kann sich komplett auf das Risotto konzentrieren. Die brauchen noch einen ganz kleinen Moment. So schnell geht das. Der Weißwein ist schon weg und jetzt geben wir schon mal das erste Drittel von unserer Gemüsebrühe dazu. Und lassen die wieder reduzieren bzw. aufnehmen vom Risotto-Reis. Das Ganze machen wir 2 bis 3 Mal, bis die Brühe komplett aufgenommen worden ist. So, und auch die Brühe wurde vom Reis aufgenommen. Übrigens, kleiner Tipp, wenn man mal ein Risotto einfach ohne Rezept kochen möchte,
Ein Teil Risotto-Reis werden immer aufgefüllt mit drei Teilen Brühe oder Fond. So, zwei Teile sind drin. Wir warten wieder, bis das reduziert bzw. aufgenommen worden ist. Und dann kommt der letzte Teil der Brühe hinein. Unsere Karotten entwickeln sich hier immer weiter. Wir kriegen immer mehr Karamell, immer mehr und damit auch unsere Karotten. Der Speck brät herrlich aus. Das ist das, was wir wollen. Und schaut mal, die Karotten haben jetzt schon Glanz. Das wird eine Punktlandung. Beides gleichzeitig fertig. Sieht schon lecker aus. Und die dritte Rutsche hier von unserer Gemüsebrühe. Und sobald die aufgenommen ist, sollte der Risotto-Reis fertig sein, also gar sein. Und dann haben wir ja noch das Beste am Risotto, unseren Parmesan. Den reiben wir da im letzten Moment dazu. Man kann jetzt deutlich erkennen, dass der Risotto-Reis das meiste der Brühe schon aufgenommen hat. Ein guter Moment, hier unsere Thymianzweige herauszunehmen. Und schaut mal, das ist die deutlich einfachere Möglichkeit, als die ganzen kleinen Blätter abzuzupfeln. Und sollte da tatsächlich mal ein Zweig im Risotto bleiben, weiß jeder eurer Gäste, oh, da ist ja sogar frischer Thymian drin gewesen. So, alles mal eben rausgenommen. Und man sieht jetzt auch, wenn ich durch die Pfanne durchgehe, man kann so einen ganz kleinen Moment den Boden erkennen. Und ja, wir sind hier bei Hoffmann unterwegs. Trotzdem ist es erwähnenswert, dass hier am Topfboden gar nichts angesetzt hat. Aber wirklich so rein gar nichts. Den Parmesan habe ich gerade eben gerieben. Den geben wir jetzt zum Schluss damit hinein und rühren den nur noch unter. Die Hitze bitte ausschalten. Euer Risotto ist fertig. Und das darf jetzt alles richtig schön cremig serviert werden. Richtig gut. Holen wir schnell die Karotten aus dem Ofen. So, und die Karotten geben wir jetzt hier einfach so mittig oben drauf und schaut euch an, wie der Speck und wie die Karotten karamellisiert sind. Das ist dieser feine Kontrapunkt zu unserem cremigen Risotto. Und schaut euch die Platte an, ne? Da ist nämlich nichts angebrannt. Und das Ganze stellen wir jetzt einfach so auf den Tisch. Ich kann nicht anders, ich muss noch mal so eine Karotte hier probieren. Oh, heiß. Ich weiß nicht, ob man das hört, die knuspern sogar. Tolle Kombo. Mmh. So lecker und so einfach. Tschüss, viel Spaß beim Nachkochen, euer Kalle aus Hamburg. Ciao.